Reisezeit. Mit viel Gepäck, oft mit zu viel Gepäck, geht es in den Urlaub nach Süden oder Norden. Manche Urlaubsreise, weil einige wichtige Dinge nicht beachtet wurden. Wenn Sie Ihren Wagen mit Urlaubsgepäck so überladen, kann Ihnen das sehr leicht passieren. Im Kraftfahrzeugschein ist das zulässige Gesamtgewicht für Ihr Fahrzeug genau angegeben. Besonders in der Urlaubszeit werden die Fahrzeuge oft überladen, wobei das Volumen des Kofferraumes meist nicht ausreicht und noch aufs Dach gepackt wird. Der erhöhte Luftdruck der Reifen ist die wichtigste Voraussetzung für eine schwere Ladung. In der Betriebsanleitung ist angegeben, wie stark der Luftdruck erhöht werden muss. Mit den vollkommen veränderten Fahreigenschaften eines schwer beladenen Fahrzeugs sollte man sich vor Antritt der Urlaubsreise vertraut machen. Fahren Sie mit beladenem Wagen vorher eine kurze Strecke und beobachten Sie dabei vor allem die veränderte Spurhaltung und die Neigung des beladenen Fahrzeugs in der Kurve. Das leere Fahrzeug benötigt in der Kurve wesentlich weniger Raum als das beladene, da hier bei gleicher Geschwindigkeit das Gewicht stark nach außen drückt. Also Geschwindigkeit vermindern. Beladene Fahrzeuge haben auch ein verändertes Bremsverhalten. Bei stärkeren Bremsen bricht der Wagen leichter aus. Außerdem ist der Bremsweg länger. Hier zwei Bremsversuche. Zunächst mit dem unbeladenen Fahrzeug. Am weißen Strich beginnt die Vollbremsung und hier kommt der Wagen zum Stehen. Wir haben diese Stelle mit einer zweiten weißen Linie markiert. Der beladene Wagen beginnt seine Vollbremsung ebenfalls an der ersten weißen Linie. Alle diese Unfälle sind auf schlechte Reifen zurückzuführen. Schauen Sie sich Ihre Reifen besonders gut an, bevor Sie in Urlaub fahren. Mit der vom Gesetzgeber zugelassenen Mindestprofiltiefe von 1 mm ist eine Urlaubsfahrt unmöglich. Der Versuch zeigt es. Der dunkle Wagen hat nur noch 1 mm Profiltiefe. Der helle Wagen ist gut bereift. Die Bremsprobe zeigt, bei nasser Straße ist der Bremsweg des schlecht bereiften Fahrzeugs bedeutend länger und die Spurhaltung in der Kurve so schlecht, dass der Wagen bei gleicher Geschwindigkeit ausbricht. Wenn Ihr Lenkrad schlägt, obwohl die Lenkung in Ordnung ist, oder Ihre Räder flattern, sind Ihre Reifen vermutlich nicht ausgewuchtet. Auch neue Reifen haben eine natürliche Unwucht, die beseitigt werden muss. Nur 20 Gramm Unwucht zerren bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde mit einem Gewicht von 1 Kilogramm an den Achsen. Für ein sicheres und ruhiges Fahren ist deshalb das Auswuchten unerlässlich. Sie sollten es unbedingt vor Ihrer Urlaubsreise bei Ihrem Reifenhändler besorgen lassen. Wichtig ist auch der richtige Luftdruck in den Reifen. Wir haben die Luft einmal bis auf ein Atü abgelassen. Ergebnis: Bei nur 20 Kilometern in der Stunde verformt sich der Reifen in der Kurve derart stark, dass man Angst haben muss, er springe von der Felge. Auch nur etwas zu wenig Luft lässt den Wagen schon leicht schwimmen. Er kommt nicht mehr sicher durch diese Gasse. Mit dem richtigen Luftdruck, der für Autobahnfahrten sogar 0,2 bis 0,3 Atü höher sein muss als vorgeschrieben, schafft er es bei gleicher Geschwindigkeit. Immer mehr Wohnwagen und Campinganhänger rollen in der Urlaubszeit auf unseren Straßen. Sie sind manchmal in Unfälle verwickelt, die sich vermeiden lassen. Übermäßiges Tempo, Gewaltbremsungen und starke Böen sind zum Beispiel deren Ursachen. Wenn ein Gespann durch falsches Beladen so einknickt, dass die Vorderräder des Zugwagens aus den Federn gehoben werden, entstehen eigenartige Fahrreaktionen. Mit einem solch falsch beladenen Testfahrgestell haben wir das einmal untersucht. Pendelbewegungen des Wohnwagens sind dabei schlecht auszugleichen, weil die Lenkfähigkeit des Zugwagens beeinträchtigt ist. Richtig beladen ist der Anhänger, wenn das ganze Gewicht genau auf der Wohnwagenachse ruht. Durch zusätzliche Montage eines Stabilisators, den es heute bereits für viele Wohnwagentypen gibt, können Sie die Pendelbewegungen weitgehend ausschalten. Bei plötzlich zu umfahrenden Hindernissen hält der Stabilisator den Wohnwagen gut in der Spur. Ohne Stabilisator sieht eine solche Ausweichbewegung so aus. Ebenso wichtig ist eine eigene Bremse für den Wohnwagen. Ohne Bremse benötigt das Gespann hier den doppelten Bremsweg eines Personenwagens, markiert durch zwei Pylone. Mit einer eigenen Bremse ist der Bremsweg des gesamten Gespanns kaum länger als der eines PKWs ohne Wohnanhänger. Bremse, Stabilisator und die richtige Gewichtsverlagerung sind Voraussetzungen für ein sicheres Fahren mit einem Wohnanhänger. Wer die besonderen Gesetze des Fahrens mit Wohnwagen beachtet, kann selbst die Steilwand dieser Teststrecke gefahrlos durchfahren. Das Anzugsvermögen ist natürlich stark reduziert. Das macht sich besonders bei Überholvorgängen am Berg bemerkbar. Nicht überholen ist hier sicherer.
und lassen Sie nach dem Überholvorgang einen größeren Abstand zum Vordermann, damit auch Sie besser überholt werden können. Wenn Sie bei Ihren Fahrten an einer solch unübersichtlichen Stelle Ihr Fahrzeug abstellen, ist es kein Wunder, wenn es zu einem Unfall kommt. Sicher ist es verständlich, dass Sie auf Ihrer Urlaubsreise viele Sehenswürdigkeiten besuchen wollen und dabei möglichst nahe heranfahren möchten. Das entbindet Sie aber nicht von der Pflicht, auch dann so zu parken, dass Sie nicht gegen die Verkehrsvorschriften verstoßen. So behindern Sie nicht den fließenden Verkehr, aber ganz erheblich die Fußgänger. Die Schrammen am eigenen Fahrzeug sind selbst verschuldet und außerdem zwingen Sie zum Beispiel diese Frau dazu, den Weg der größeren Gefahr, um den falsch geparkten Wagen zu gehen. An Ein- und Ausfahrten sollten diese Schilder eigentlich überflüssig sein. Möchten Sie hier in der hinteren Reihe stehen, wenn andere Ihr Fahrzeug so blockieren? Ohne Schrammen zwischen dem Falschparker und der Parkreihe hindurchzukommen, ist hier eben noch möglich. Aber die Breite Ihres Wagens ist kein Maßstab. Auch andere Fahrzeuge müssen hier durchfahren können. Daran sollte man denken. Es gibt immer wieder Stellen, an denen das Halten und Parken verboten ist, auch wenn keine Schilder darauf hinweisen. Vor den Toren der Stadt sollten Sie mit schnellem Verkehr rechnen. Hindernissen kann man nicht immer so schnell ausweichen. Also nicht zu nahe hinter Kurven und Kuppen parken. An der Autobahn ist Halten und Parken nur auf den Parkplätzen erlaubt. Ohne Notfall dürfen Sie auch nicht auf der Standspur halten. Und wenn Sie Ihre Karte studieren müssen, tun Sie das bitte nicht in der Ausfahrt der Autobahn. Dafür ist das bestimmt nicht der richtige Platz.